Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Angedoddelt und wir spielen heute A Story About My Uncle. Ist ein Plattformspiel von schwedischen Entwicklern, glaube ich. Ah, wo steht's? Ah, da, Swedish Game. Ja, ich habe wirklich absolut gar keine Ahnung, was das für ein Spiel ist, denn ich habe es mir jetzt gerade runtergeladen und noch nicht ein einziges Mal gestartet, also ich war nur in diesem Menü, um zu gucken, ob es hier vielleicht eine Option gibt, um das in Fenstermodus zu starten, die gibt es aber nicht, von daher Wurst und wir starten jetzt auf Play, ne, wir klicken jetzt auf Play und ich bin gespannt, was passiert. Ich vermute, es ist alles Englisch, aber mal gucken, was passieren wird. Ah, ein schwarzes Bild, schön. Papa? Yes, love? I want to hear a story. What do you want to hear? Tell me about Uncle Fred. Sure thing, my love. Okay. Wir sollen uns also jetzt bewegen. Umgucken geht, denke ich mal, auch. Look around, ja. I stepped into the lobby of my uncle's house. It was an old brick house, shaped like an observatory. I told my mother where I was going. She replied in a sarcastic voice. She never did like his adventures. Or dangerous vacations, as she liked to call them. But I had skipped dinner and ran up the hill to his house to see if he was back from his latest adventure. Okay. Bevor ich jetzt hier mal umgucke, also das sieht schon ziemlich... Uncle Fred had traveled most of the world. Yeah. The shelves in his workshop were filled with tools and gadgets that he had either crafted himself or found on his journeys. Wie man hört, Buggy Bug. Wie man hört, ist es alles Englisch, was aber jetzt nicht schlimm ist. Kann ja mal passieren. Ich sehe hier so einen Ausschlag, aber ich weiß nicht, ob ihr jetzt da irgendwelche Piepgeräusche hört. Vielleicht muss ich das dann nochmal aufnehmen, aber ist ja geil. Das sieht ziemlich cool aus. Ich gehe jetzt mal hier die Treppe hoch. Wer kein Englisch versteht, ist natürlich jetzt hier ein bisschen blöd. Ich kann natürlich jetzt auch nicht alles übersetzen. Das ist ja relativ viel. Aber wir gehen jetzt mal hier die Treppe hoch. Ich bin gespannt. Ui. Das sieht ja schon cool aus. Ein Einhorn. Märchenbücher, kann ich... Ich will immer ranzoomen hier irgendwie. Ich bin so Shooter gewöhnt jetzt mittlerweile. Ich muss noch ein bisschen weiter weg vom Mikrofon. Explorer reach to top of the mountain at age 52. Ein Taucherhelm. Boah, der hat aber hier coole Sachen rumliegen. Aha. Das war sehr detailverliebt. Oh, eine Gasmaske. Die sah jetzt ein bisschen gruselig aus. Riesenleuchten. Aha. Es ist... Ich bin gerade ein bisschen überwältigt von dieser Atmosphäre. Die ja schon irgendwie ziemlich... einschüchternd ist. Das ist, ich fühle mich gerade wirklich so, als ob ich hier das Haus von meinem Onkel durchgucke und mein Onkel irgendwie so ein verrückter Wissenschaftler ist. Und der hat hier auch, was ist denn das? Steht da irgendwas, was das ist? Fantastic Freddy System. Gut, jetzt müsste man FFDS Logo. Okay. Was haben wir hier? I turned around and saw the locker where Uncle Fred kept his adventure suit. I'd seen it in action before, but his suit wasn't there. Next to where it used to be was another suit. More streamlined and smaller than his. Looked like an updated version. I tried it on. It fit perfectly. The power core was drained. There should be some functionality left. Ich habe jetzt gerade Rechtsklick gemacht. Oh, ich kann rennen.
Also Linksklick bringt noch nichts und Rechtsklick. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich klick's lieber nicht. Ich warte lieber ab. The large metal door that led into the observatory was so heavy. No man can open it without a suit like this. Ah. Wow. Okay. Jetzt mal ab und zu hier auf die Uhr gucken. Ich denke mal, das wird aber ein etwas längeres angedaddelt. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel hier ist. Uncle Fred used this room for his current projects. At the moment, it was rather empty. With only the glow from the pad lighting up the room. I shouldn't mess with this thing, I thought to myself. Hey. When I was about to exit the room, I tripped and fell into the pad. It charged up and sent me flying through the air. Ich lauf einfach mal rückwärts, ich lauf einfach mal rückwärts. Oh mein Gott. Wie cool. I survived the fall thanks to the suit. I knew that the suit would allow me to achieve leaps and bounds without injury upon landing, but I was also well aware that it would drag me down if I landed in water. But where was I? Had Uncle Fred been here? Wie krass! Cool! Jetzt weiß ich auch warum Plattform. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut, aber das sollte eigentlich noch passen. Ich muss vielleicht ein bisschen näher ins Mikrofon jetzt. Guckt euch das an. Bounce! Oh mein Gott. Gut, ja, das war jetzt nicht unbedingt geplant, aber... Okay, hier können wir rüber, aber ich gehe mal weiter runter, um zu gucken, was da ist. Obwohl, da kommt man bestimmt hin, wenn man runterfällt, ne? Boah, die Geräusche dabei auch. Gibt's hier vielleicht Geheimnisse, die man... Boah, wir sind aber ganz schön klein, ne? Wenn man sich so das Gras anguckt. Ist ja so groß wie wir. Burns. Kann man hier nicht so... Oh mein Gott. Wir sind... Wir sind sehr, sehr, sehr klein oder hier ist alles sehr, sehr groß. Nein! Mann, okay, Zeit rauszögergedöns. Wie komme ich denn jetzt hier wieder hoch? Nehmen wir doch den Weg hier. Spannung, Spannung. Sieht aber auch cool aus. So. Shift to Sprint. Weiß ich schon, liebes Spiel, weiß ich schon. Wow. Schmetterlinge. Okay. So, je länger ich gedrückt halte, umso höher springe ich. Das kann schon mal... Oh. Oh. Das kann schon mal ein sehr guter Vorteil sein. Zu wissen. Oh mein Gott. Wie cool. Okay. Hold and release for a power jump. Okay, hier ist eine Leiter. Und da gehen wir mal lieber nicht lang. Dann gehen wir mal die Leiter hoch. Ich möchte die... Naja, gut, dann nehmen wir halt nicht die Leiter, sondern machen einen Powerjump. Auch okay. Okay, jetzt muss man sich so ein bisschen... Ah, das passt ja sogar. Das hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. A hold and release while springing power lead. Okay, ich vermute mal, die
Lichter, aber ob das passt? Ich habe jetzt gedacht, die Lichter zeigen uns vielleicht so ein bisschen den Weg an. Tatsächlich. Aber wo geht's dann lang? Hier hoch? Oder glitsche ich ja jetzt schon runter? Okay, okay. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Aber es macht Spaß. Okay, hier ist so ein blaues Licht, also gehe ich mal davon aus, dass das richtig ist, nicht wahr? It was so many years ago, but I still remember that place as if it were yesterday. I had never seen anything like it. Nein. You wouldn't believe your eyes. Nein. I know I didn't. WTF? Irritation. Das sah jetzt so aus, als ob die Welt nochmal, die gleiche Welt unter Wasser existiert. Warte, das gucken wir. Das wollte ich jetzt nochmal machen. Wie cool. So, mal gucken, ob es jetzt besser klappt. Ah, und jetzt leckt der an der Stelle immer. Oder hat der gerade geleckt? Wie machen wir das denn clever? Na, vielleicht über die Plattform über uns, ne? Das wäre doch... Fuck. Ich meine Mist, natürlich, Mist. Da ist... Ach, die bewegt sich, die blöde Kuh. Back again. I'll be back. Aber nicht ins Wasser. Ah, Mann, das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Das ist echt nicht so einfach, wie es aussieht. Okay. Ich glaube, ich muss gar nicht nach unten zielen dafür, ne? Uah, dieses Geräusch. So, das wollte ich doch. Perfekt. So. Jetzt kann ich hier... Das passt doch locker. Super, Conny. Froggy, Lisbik, Expia, Ligedisch. Nein, nein! Aber ich glaube, da war jetzt der Speicherpunkt. Jawohl. Ich meine, diese blauen Zeichen sind also Speicherpunkte. Interessant. Boah, ich weiß nicht. Also, wenn jemand von euch schon mal im Moviepark Germany war, ja, das erinnert mich gerade voll daran. Da ist nämlich am Anfang ist... Ach, scheiße. Am Anfang hat es mich voll an diese Zeitreise-Ding erinnert. Wer das kennt, die anderen alle haben jetzt keinen Plan. Und das erinnert mich jetzt voll an diese Mystery River Wildwasserbahn. Voll cool. Was bist du? I found one of Uncle Fred's power cores for his suit. He must have dropped it. I knew I was on the right track at least. I took it and charged up the suit. I should be able to use the grappling device now. Oh mein Gott! Heißt das, dass ich zu weit weg bin? Also, wir können uns jetzt... Ah, okay, ich war zu weit weg. Wir können uns jetzt hier hin und her schwingen. Mit diesen extrem coolen... Power Devices. Und diese Punkte zeigen uns, wo wir anpacken können. Krass. Aber... Ich bin voll überwältigt. I noticed that the grapple left a mark on everything I touched. A strange symbol resembling the ones already before me. It must have been Uncle Fred. He must have taken this very same path. Ja, das glaube ich auch, dass er das getan hat. Oh mein Gott, das ist gar nicht so einfach. Vor allem, wenn man vor dem Berg trifft. So, das passt aber. Was ist... Es ist ziemlich... jetzt habe ich den Text da unten nicht gelesen. Es ist ziemlich... verwirrend, weil man so ganz andere Gravitationsverhältnisse hat als normalerweise. Es ist halt sehr speziell, was irgendwie cool ist. This seems a little further than before. Maybe if I combine the jump and the hook.
Boah, knapp, aber trotzdem nicht geschafft. Ja, genau, back dich durch. Alles gut. So muss das sein. Jetzt ist die Frage, wir gehen ja praktisch jetzt diesen Weg wieder zurück. Da ist noch was, wo wir anpacken können. Müssen wir da hin? Kann das sein? Ja, ne? Aber passt das denn? Oh, nein, das passt nicht. Mal umgucken, was hier noch so alles ist. Okay. Das ist natürlich jetzt ein bisschen crazy. Da müssen wir uns jetzt mal etwas umschauen. Vielleicht da? Ah ja, tatsächlich. Und dann wickt sich das Teil? Nein, tut's nicht. Was ist das denn jetzt? Das kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Oh, oh, da wäre aber was gewesen. Jetzt muss ich wieder hier hin. Okay, und hier unten? Grummel. Okay, das ist jetzt ein bisschen... Das ist jetzt durchaus ein bisschen schwierig. Ach so. Ah, okay. Das sind auch meine... Wow, meine Symbole, die hier festhängen. Okay. Das ist dann natürlich etwas... schwieriger. Mann, okay. Wo muss ich hin? Ja, dann... Oh, nein. Hallo, stopp. Halt. Danke. Puh, zum Glück bin ich noch am Leben. Ja, Mann, verdammt. Ich will doch weiterkommen. Das ist doch ein Let's Test in Angeladelt. Liebes Spiel. Lass mich... Lass mich weiter! Ah! Ah. Wo muss ich denn hin? Ich bin wirklich jetzt ein bisschen aufgeschmissen. Da passe ich nicht hin. Das passt nicht. Und der backt mich zurück. Der Olle. Obwohl, vielleicht... Ob das richtig war, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht, aber... Na toll, und jetzt komme ich nämlich hier nicht weiter. Doch, hier oben. Ah. Okay. Wenn wir ein bewegliches Objekt grabben, dann folgen wir dem. Aber erstmal möchte ich... Nein, möchte ich nicht. Mich gerade spontan umentschieden. Ah, nein! Gott, oh Gott! Ja, das war jetzt nicht geplant, aber ist auch egal. Wo bin ich? Was tue ich hier? Ah, jetzt bin ich hier unten. Okay. Ach, komm schon. Mach mal hier nicht so viel... Mist. Oh Gott, halt doch fest! Halt doch fest! Halt doch fest! Okay, also muss ich mir merken, sobald ich das Ding berühre, ist vorbei. Dann hält den nichts mehr. Okay. Das ist gar nicht mal so einfach, muss ich sagen. Aber extremst cool. So, jetzt haben wir es aber wieder. Komm.
Das passt aber jetzt. Das muss jetzt aber passen. So, bitte. Danke sehr. Hier ist aber leider kein Speicher. I had never experienced anything like it before. It felt as if I could fly. Ja, das tut es allerdings. Halt dich. Ah! Mann! Nein! Ach, komm schon! Das ist doch nicht nett. Aber das Geräusch ist extremst cool bei dem Brrrr. So, der muss weiter weg. Zu weit. So, jetzt aber. Und loslassen passt. Oh Gott. Okay, Onkel. Okay, hier ist ein... Nee, das ist gar kein Speicherpunkt, aber hier... Das sollte einer sein. Und ich habe ein bisschen Angst vor dem, was da jetzt kommt. Sieht so nach Achterbahn aus. Was sind das eigentlich hier für Symbole? Die sehen aber auch alle ziemlich interessant aus. Oh, und vor allem ist das jetzt sehr laut auf einmal. Auf die Ohren. Yeah. Din 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 Feldskaten. Feldskaten. Sind bestimmt hier hin. Boah, ich dachte jetzt gerade, da steht irgendwas, aber es ist ja nur so eine seltsame Lampe. Es sah aber aus wie ein Alien. Oh mein Gott. Okay. Wohin jetzt? Ab in die Tiefe? Ab in die Tiefe. Okay. Ah, diese Geräuschkulisse ist aber auch richtig, richtig gut. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Die nächste Frage, die ich mir stelle, ist natürlich... Wie komme ich da jetzt rüber? Oh, guck mal, über den Wasserfall. Dass man hier aber auch überall drauf stehen kann trotzdem, ne? Auch wenn es nicht mehr zum Level gehört. Auch im Wasserfall. Ah, okay, jetzt fallen wir. Da ist aber auch irgendwas, ne? Ah, vielleicht kommen wir da dran. Also da konnte ich den einmal anpinnen. Ganz kurz. Jetzt aber nicht mehr. Schade eh. Ist alles zu weit weg. Huch. Es ist jetzt wirklich ein bisschen tricky. Ups. Vielleicht können wir ja wieder mal... Nein! Also ich weiß es nicht. Das könnte ich ja auch mal probieren. Ach, schade. Das war ein bisschen zu früh. Dann schwinge ich mich einfach darüber. Liebes Spiel. Du bist echt gut, aber... Ich war nah genug dran, theoretisch. Das kann also... Wir müssen irgendwie eine andere Stelle haben, wo wir uns noch festhalten können. Anders geht's nicht. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir hier weitergehen,
Dieses Symbol da oben muss mir doch auch schon irgendwas sagen. Theoretisch, oder? Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Vielleicht ist da oben. Warum fallen wir? Da ist auf jeden Fall was, aber das sieht so aus, als ob wir von dem darauf kommen. Und hier? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe gerade absolut keine Idee. Das ist doch der, von dem wir vorhin gekommen sind, ne? So und so. Vielleicht können wir da nochmal drankommen. Yo. So, dann schauen wir uns nochmal in Ruhe um. Wenn ich von dem auf den gehe, wird das auch zu weit. Ah, das wird auch gar nicht klappen. Mich doch da festhalten können, das geht doch nicht. Ich weiß es nicht, das ist doch schlimm. Mann, das ist doch gerade mal der Anfang. Da muss ich mich festhalten können, das geht doch nicht anders. Aber ich bin einfach zu weit weg für die Punkte da oben. Tja, Leute, das tut mir leid, dass das jetzt hier so komisch endet, denn einen Tipp gegeben hat er mir auch vorhin nicht, den ich jetzt irgendwie übersehen habe oder so, ne? Hier irgendwie dran zu kommen. Das sieht auch nicht gut aus. Ja gut, wie viel lange haben wir denn jetzt schon? Naja, 20 Minuten ungefähr. Ich denke, das reicht dann auch mal. Die letzten 10 Minuten haben wir jetzt, glaube ich, nur mit diesem Shit verbracht. Also mir gefällt das Spiel sehr, sehr gut. Das hat eine richtig coole Atmosphäre und ich finde die Spielidee auch verdammt gut. Ja, wenn ihr noch mehr von dem Spiel sehen wollt, dann schreibt das doch in die Kommentare. Vielleicht mache ich dann nochmal einen extra angedaddelt, wenn ich mal hier weitergekommen bin. Also praktisch einen zweiten Teil davon, weil mich interessiert die Story ehrlich gesagt schon ein wenig. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mir noch weitere Vorschläge für angedaddelt schickt. Das Spiel ist im Übrigen kostenlos, das könnt ihr euch downloaden, der Link ist wie immer in der Videobeschreibung und ich verabschiede mich jetzt und wir sehen uns dann im nächsten angedaddelt wieder. Ja, nächsten Samstag gibt's kein angedaddelt, das sage ich jetzt schon mal. Und ja, bis dann. Ciao.